different hair. Another dress, some clothes. This dress, a Chandler show. Your music's on. The clothes you wear, they don't belong to you. But you do care. Auf allen großen Showbühnen Deutschlands war sie zu Hause. Sie kennt die aktuelle Schaubude, Studio B. Sie kennt den legendären Beatclub, Schlagerparaden und unzählige Wunschkonzerte und vieles andere mehr. Alle Großen des deutschen Schlagers sind ihr persönlich bekannt, sei es Udo Jürgens, Vicky Leandros, Gitte und Rex Gildo und viele, viele, viele. Ja, und ihr persönliches Markenzeichen, das ist Temperament, viel Herz und natürlich eine super Stimme. Wir sind heute zu Gast bei Gitta Walder. Und Gitta Walder ist ein Kind Annabergs. Sie ist hier in Annaberg auf der großen Sommerleite geboren. Ja, und Gitta Walder, ich glaube, es wurde Ihnen nicht an der Wiege gesungen, dass Sie Ihre Brötchen einmal mit Musik verdienen werden. Woher stammt Ihr musikalisches Talent und wann ging es denn los mit dem Singen? Oh, das fing schon sehr früh an. Meine Mutter hat immer gesungen im Chor und die hatte eine sehr schöne Stimme. Wir haben immer beim Aufwaschen geträllert zu Hause. Mein Vater hat Bandoneon gespielt und ich habe ein bisschen Akkordeon gelernt und da habe ich schon mal im Konsum gesungen. Und dann mit 10 war ich in der Chorende in Annaberg in der Annenkirche und das hat mir auch gefallen, ne? So Weihnachtssingen und so. Mit dem Akkordeonspielen, da hatte es eine ganz besondere Bewandtnis. Da Sie nämlich Linkshänderin sind, haben ja. Sie die Sache einfach umgedreht. Ja, genau. Das funktioniert einwandfrei. Also ich habe die Tasten hier, die Bässe hier. Man muss nur von tiefen Tönen nach oben spielen, aber das fiel mir nicht schwer. Wenn man Linkshänder ist, dann ist das ganz normal. Das nur das war verboten in der Zeit. Ne? Ich musste ja rechts schreiben und rechts essen. Aber sonst beim Akkordeon hat niemand geschimpft. Doch. Ich bin deshalb nicht ins Schulorchester gekommen. Die haben gesagt, also mit links spielen ist bei uns nichts. Hatte ich Pech. Aber Ihre ganz große Liebe ist das Singen. Ja. Und Sie haben sich auch schon mit 14 Jahren zum Schlagerwettbewerb gemeldet. Wo war das? Ja, da habe ich mich getraut. Und zwar in Geier. Ich war mit meiner Tante dort und die hat gesagt, du kannst doch so schön singen, geh nochmal rauf auf die Bühne. Und da hat sie mir sogar einen Schluck Wein gegeben, ne, dass ich Mut hatte. Dann bin ich rauf, habe mich angemeldet und da wurde gefragt, was für ein Lied. Und da fiel mir gerade Fridolin, der Schlagbassist, ein. Das war damals gerade ein Hit. Und das habe ich dann gesungen. Ja, Fridolin, der Schlagbassist, der weiß noch nicht, was Liebe ist, weil sich dieser junge Mann von seinem Bass nicht trennen kann. Also ungefähr. Ja, und Sie hatten natürlich Erfolg damit. Der erste Platz war Ihnen sicher und ein Kapellenleiter wurde unverzüglich auf Sie aufmerksam. Ja, das war der Herbert Schönherr aus Chemnitz, es war eine Big Band und er hat mich gefragt, ob ich Solistin werden möchte im Orchester. Und da habe ich sofort Ja gesagt. Ich habe gar nicht überlegt, wie alt ich bin. Ich habe gedacht, oh wunderbar, so, das ist mein Traum. Ne? Und er war begeistert von mir und hat mir einen Vertrag geschickt und meine Mutter musste den aber unterschreiben. Und da ich nun erst 14 war, war das ein bisschen schwierig.
Aber ich habe gesagt, Mensch, Mutti, ich krieg 50 Mark am Abend. Und da habe ich sie da mit breitgeschlagen. Sie hatten ja bis dahin überhaupt keine Ausbildung. Sie haben gerne gesungen. Mhm, Und wie ging das mit den Proben? Hat das einfach so geklappt? Ja, wir haben ja in der Schule schon ein bisschen Noten gelernt. Und da habe ich gesehen, wo es rauf und runter ging, wenn ich neue Sachen gelernt habe. Aber ich habe sehr schnell auswendig gelernt. Und es war überhaupt kein Problem für mich. Und ich habe die Texte auswendig gelernt und dann gab es eine Probe und am Abend wurde das gespielt auf der Bühne. Und wie das bei Tanzkapellen so üblich ist, die fahren ja von einem Ort zum anderen. Bei ihm war es nicht anders, genau. Aber damals noch per LKW. Ja, es war noch ein bisschen primitiv, die ganze Kiste. Aber ich war froh, dass ich vorne sitzen durfte in so einem alten LKW. Und unsere Anlage, die habe ich immer Keksbüchse genannt, weil das waren zwei so kleine Dinge. Und es klang aber trotzdem am Abend. Ne? Man war damals noch nicht so ausgestattet wie heute mit dieser Riesentechnik. Wir sind mit einfachen Dingen noch zurechtgekommen und es hat auch geklappt. Ne? Wie war das mit den Weinbrandbohnen? Oh, mein erster Auftritt in der Festhalle. Ich war sehr aufgeregt, weil die ganze Fußballmannschaft, alle Bekannten waren da. Und da hat mir jemand eine riesen Bonbonniere an die Bühne gebracht. Ich habe mich sehr gefreut darüber, das war ja damals auch was Feines. Und als die Musiker zur Pause gingen, habe ich gedacht, ich überrasche sie alle mit einer Weinbrandbohne auf dem Stuhl und habe jeden auf dem Stuhl eine Weinbrandbohne hingelegt. Und als die kamen, ich konnte gar nicht so schnell den Mund aufmachen, setzten die sich alle auf die Weinbrandbohne und ich war wie und dann haben die es natürlich gemerkt an ihren Smoking, hingen alle die Weinbonbonen. Das war ziemlich klebrig. Das war nicht gerade ein Erfolg. Ich hatte dann mein Malheur, aber sie haben es mir verziehen. Der Jugendschutz war gegen ihre Karriere damals als Sängerin und sie mussten erst nochmal zur Lehre gehen. Die haben es zwar ein halbes Jahr nicht gemerkt, dass ich immer ansagen musste, dass Jugendliche ab 10 nach Hause gehen müssen. Und ich war ja erst zwischen 14 und 15. Und irgendwie ein Neider muss mich da irgendwie angezeigt haben. Und dann kamen zwei Polizisten zu meiner Mutter und da musste ich aufhören, unverzüglich. Tja. War es vorbei. Dann haben Sie erst einen ganz normalen Beruf ergriffen. Sie haben Verkäuferin gelernt. Ja, in der HO, im Gastronom. Ja, vielen wird Ihr damaliger Lehrmeister, der Rock August, noch ein Begriff sein. Oh ja, der Rock August war ein fantastischer Mensch, ein guter Geschäftsmann. Der hatte immer Humor und von ihm habe ich sehr viel gelernt. Also ich habe damals sehr viel von ihm gehalten. Er hat mir auch viel auf dem Weg mitgegeben, was nicht nur mit der HO zu tun hatte. Es war einfach schön, mit ihm zu arbeiten. Und er war auch immer lustig. In der Zeit hatten Sie das Singen ein wenig auf Eis gelegt? Ja, notgedrungen. Und sind dann 1957 in den damaligen westlichen Teil Deutschlands übergesiedelt. Es war ja damals noch ganz einfach. Die Mauer stand ja noch nicht. Das ging noch. Aber sind Sie einfach so Koffer gepackt und los? Ja, ich hatte schon eine Adresse, wo ich als Verkäuferin, da habe ich Wurst verkauft. Es war mir egal. Ich wollte irgendwo eine Adresse haben, wo ich erstmal bleiben konnte. Ich hatte ja keine Verwandtschaft. Und da habe ich erstmal mit den Messern umhergetan. Aber es war immer in mein Hinterstübchen, dass ich weiter singen will. Ich blieb dann auch nicht so lange und bin ja dann nach München. Ja, Sie haben Ausschau gehalten. Zunächst erstmal schnell den Führerschein gemacht, damit Sie auch beweglich waren. Ja, ja. Haben Ausschau gehalten, wo gibt es Schlagerwettbewerbe? Ja, da habe ich gehört, der Bayerische Rundfunk machte damals so Schlagerwettbewerbe und da habe ich mich einfach beworben, waren so 40 Bewerber und da habe ich gewonnen. Da wurde ich Sieger und lernte eben dabei einen Bandleader kennen, der hieß Ambroselus und die hatten ein sehr gutes Orchester für die Zeit und der fragte mich, ob ich eine Tournee mitmachen will und zwar in amerikanische Militärclubs, die gab es damals überall noch in Westdeutschland und ja, das Problem war, ich musste eben ganz schnell Englisch lernen und ein Repertoire in Englisch, da hatte ich nur 14 Tage Zeit. Da habe ich wirklich gepackt. Aber es ging dann schließlich. Kommen wir nochmal auf diesen Wettbewerb vom Bayerischen Rundfunk zurück. Ja. Was haben Sie damals gesungen? Das war ein ziemlich schwieriges Lied, das musste ich singen. Das hieß, es war einmal eine Liebe.
Und es ist eine schöne Ballade, aber eigentlich war ich viel zu jung für dieses Lied. Aber ich habe es mir trotzdem drauf geschafft und habe es so gut wie ich konnte gesungen. Und das kam dann auch an. Amber Seelus ist ja einer schon der ganz Großen, der heute noch existiert, ja, glaube ich. Ja, die Band gibt es heute noch. Ja. Ja, und dass der ein Auge auf sie hatte, beziehungsweise verliebt in ihre Stimme war, das hat schon einiges zu sagen. Und wie gesagt, wie Sie schon erwähnt haben, ging es dann mit ihm auf Tournee. Ja, ich meine, das war halt für mich zum Lernen wunderbar. Ich habe gleich ganz professionelle Arrangements bekommen und konnte wirklich richtig professionell arbeiten. Ne? Und die Amis waren ja verwöhnt. Also da musste man schon vom Jazz bis Swing, das musste man alles beherrschen. Das hatte ich auch innerhalb kurzer Zeit so mir drauf geschafft. Ne? Sie haben viele Lieder damals gesungen, in erster Linie von Katharina Valente? Also mit Katharina Valente. Ich habe gerne Brenda Lee gehabt, was so ein bisschen ins Solige ging. Damals kam der Twist auf und dann viel amerikanische Balladen wie Misty Moonlight in Vermont, When I Fall in Love und Swing und Blues. Das musste man alles im Repertoire haben, aber auch Schlager. Und da lagen mir eben die Katharina Valente, Connie Francis und Brenda Lee Nummern. Die habe ich eben damals sehr gerne gesungen. Mit der englischen Sprache hatten Sie kein Problem? Eigentlich nicht. Englisch lernt sich leicht. Und da ich überhaupt leicht gelernt habe, fiel mir das auch nicht schwer. Ich habe phonetisch alles gelernt, von den Platten runter. Und ja, es muss nicht perfekt gewesen sein, aber man hat mir gesagt, ich hätte eigentlich eine ganz gute Aussprache und da war ich beruhigt, dass das so gut ging. Ja, bei diesen Tourneefahrten hatten Sie auch mal einen kleinen Auftritt mit einem Zauberkünstler? Oh ja, und zwar bei den Amis gab es immer Floorshow, nannten die das. Das war so ein Programm, wo Künstler kamen und auch richtige Stars. Also die hatten zum Beispiel Doris Day war mal da oder Shirley MacLaine. Und eines Abends war ein Trickkünstler und zwar arbeitete der mit einer Zeitung. Das will ich aber noch nicht erzählen. Ich kam mittags in die Garderobe, habe nicht geahnt, was abends passiert auf der Bühne und sah eine Zeitung da liegen und dachte, ja, schon älteres Datum, mach die auf. Und da war innen so ein Plastiksack und da dachte ich, was soll denn das Ding hier drinne? Und habe das so mühelos abgerissen, habe die Zeitung dann wieder hingelegt. Und am Abend habe ich mir nichts gedacht. Da kam plötzlich ein Künstler auf die Bühne, so eine Art Trickkünstler. Und er arbeitete mit einem Bierglas, das man in die Zeitung schüttet. Und mir kam es siedend heiß, da lief das Bier durch die Zeitung durch. Ich sage, um Gottes Willen, ich hab den seine Nummer kaputt gemacht. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, das kann mir gar niemand glauben. Jedenfalls hatte der aber noch eine Ersatzzeitung, eine Ersatzrequisite, die holte er sich dann und da hat es dann geklappt, da war ich wieder heilfroh. Ne? Aber das tut mir heute noch leid, dass ich dem Künstler den Abend vermasselt habe, meine Dummheit. Bei Amber Seelus haben Sie viel gelernt. Sie gingen aber dann noch einmal nach München zurück, in die sogenannte Reitschule. Ja, ich habe da nicht weit davon gewohnt, da war auch meine Wohnung. Und zwar ist dort Freddy Proxiber gewesen. Es ist eigentlich eine Münchner Legende, ein Schlagzeuger, den fast jeder kennt in der Jazzszene. Und alle, die einen Namen hatten, die kamen dorthin. Und das war für mich eine große Ehre, dort aufzutreten. Also es war schon, ich habe auch da sehr viel gelernt. Vor allen Dingen habe ich zum ersten Mal improvisiert in meinem Leben. Das heißt, Skat-Chorus gesungen. Und wenn man das zum ersten Mal macht, das ist wie Fliegen in der Musik. Das muss nämlich zu den Harmonien stimmen. Und da habe ich dann angefangen. Irgend solche Sachen muss man da singen. Und dann fängt der Schlagzeuger wieder an. Und das nennt man dann 4-4. Vier Takte ich, vier Takte die Trompete, vier Takte Schlagzeug. Und das alles hat an dem Abend wunderbar geklappt. Und ich war selig, dass ich zum ersten Mal richtig improvisieren konnte. Ne? Ja. Nicht lange danach lernten Sie Frank Cornelis kennen und kamen zu den Cornelis Singers. Ja, Frank Cornelis Singers, das war damals eine Vokalgruppe mit Orchester, mit drei Sängerinnen.
Und die waren damals schon sehr populär, hatten auch viel Fernsehen schon. Und es war für mich was Neues, weil ich da Background mitsingen konnte. Und wenn ich ein Solo sang, sangen die anderen für mich Background. Es gab auch wieder schöne Arrangements und das ganze Ensemble klang richtig voll. Also es war wirklich ein Ohrenschmaus, da zuzuhören. Und da haben wir auch sehr viel Gospel gesungen, was mir auch sehr viel Freude gemacht hat. Ja, in dieser Zeit kamen die ersten Revue-Filme, die in Deutschland gedreht wurden. Unter anderem mit Gus Backus und allen Schlagersängern, die damals Mode waren. Und auch an ihnen ging das nicht spurlos vorüber. Ja, ich habe auch Glück gehabt, wollen wir das so sagen, beim Film zu landen. Das war damals der Karl-Heinz Busse, der hat quasi Schlager produziert und die hatte gleich in seinen Filmen quasi verbraten. Und da durfte man nach Jugoslawien fahren, dort wurde das Ganze gedreht mit Gunter Philipp, mit Elke Sommer, Gus Backus, der Klaus Biederstedt war dabei und noch viele andere. Und da war ich natürlich stolz, dass ich mein Lied in einen Musikfilm singen konnte. Und das Ganze hieß Denn die Musik und die Liebe in Tirol, wurde aber in Jugoslawien gedreht, weil es dort billiger war. Apropos billig. Damals hatten Sie zwar schon etwas mehr als 50 Mark Gage. Bisschen, ja. Trotz allem haben Sie sich Ihre Kleider noch selbst gerne genäht. Ja, es war einfach, ich hatte von meiner Mutter nähen gelernt, von der Nähmaschine und hatte so eine alte Rumpel, wo man noch mit den Füßen so, und viel habe ich auch mit der Hand genäht, so Reißverschlüsse, das habe ich alles mit der Hand genäht. Und da habe ich mal im Film von der Brigitte Bardot ein Kleid gesehen, das war rot mit weißer Spitze. Das hat mir so gefallen und das habe ich mir prompt selber geschneidert und das war ein Volltreffer. Das haben Sie dann in Ihrem Film getragen. Das hatte ich sogar im Film an. Genau. Als ich für dich ein Fremder war, denk an heute, denn gestern liegt schon so weit. Ein neuer Tag scheint hell und klar. Schau dich um, wie alles blüht und gedeiht. Alles, was war, ist nun vorbei. Ich halte zu dir in Freude und Leid. Der Weg für uns beide ist frei. Wurde aus den Cornelis-Singern die Love Generation. Was war jetzt das Neue daran? Das Neue war eigentlich schon ein ganz neues Repertoire und es ging so ein bisschen in Gospel und ziemlich lebhafte Songs. Also es war, und das mussten Lieder sein, die richtig für eine Show, also nicht nur als Schlager, die man so zum Tanz gespielt hat, sondern richtig Shownummern. Und die wurden dann auch dementsprechend arrangiert. Also da waren schon Schwierigkeiten drin, die man zu singen hatte. Und damit sind wir dann aufgetreten, also nicht mehr täglich in so Dancings, sondern wir haben dann richtig Galas gemacht. Und das wurde auch besser bezahlt, ne? Da musste man nicht die ganze Woche arbeiten, sondern nur einen Tag in der Woche. Das war damals ein wenig der Geist der Zeit. Die Les Humphrey Singers waren eine ähnliche Gruppe. Ja, die waren nur größer, ne? Die waren eine richtig große Gruppe und wir waren ja eigentlich damals nur fünf. Aber vielleicht waren wir die Les Humphreys für Arme. Wir wurden, eigentlich waren wir sehr beliebt, hatten auch zwei Grand Prix-Titel. Wir waren zweimal beim Grand Prix dabei mit Thomas Alva Edison und was war es noch? Hör wieder Radio, ne? Ja, und
Da ging es also richtig steil bergauf, kann man sagen, mit der Love Generation. Das kann man sagen. Also wir haben jede Fernsehsendung gemacht. Es gab ja damals viel mehr Fernsehsendungen als heute. Ne? Studio B, ich glaube, da waren wir mindestens dreimal drin. Dann die Disco, dann die Schaubude. Mir fällt jetzt gar nicht alles ein. Ja, aber es waren Türkischau habe ich mir aufgeschrieben, auch dort. Ja, das war ja schon eine der ganz Großen. Das war ja schon genau. Ein Kunststück, dort hineinzukommen. Ja, Sie waren damals die beste Nachwuchsgruppe. Ja, wir haben auch eine Auszeichnung gekriegt, ne? Die Goldene Europa für die beste Nachwuchsgruppe. Und zusätzlich haben Sie aber auch noch Background gesungen. Ja, das nannte man Studioarbeit. Und da gab es ja, es wurde so viel in München produziert. Und da haben die mich einfach mal gefragt, Gita, du kannst nebenbei noch ein bisschen Zubrot verdienen, das wird nicht schlecht bezahlt. Und ich hatte ja Zeit in der Woche. Und da habe ich nach Noten singen müssen, also für Udo Jürgens, für die Donna Summer, für Penny McLean. Der berühmte Schrei, der stammt von mir. Sogar Silver Convention. Ja, aber ich will das nicht machen, dann platzt die Scheibe. Ja, also in dieser Zeit, oder eigentlich jedes Jahr, sind Sie zu Hause in Annaberg gewesen. Ja. Weihnachten, das kann man sagen, müsste das Erzgebirge unbedingt sein. Unbedingt. Und ich kann mich erinnern, es war in den 70er Jahren, dass Sie einmal in der Festhalle in der Weihnachtszeit gesungen haben. Einfach so, als Gast gekommen und dann durch irgendjemand angesprochen, erkannt ja, natürlich. Ja. Und dann haben Sie da Ihr Bestes gegeben. Können Sie sich hier noch erinnern? Ich kann mich noch erinnern, ja. Das war, glaube ich, Armin Günther, die das spielten. Und es war eine sehr gute Band. Und ich hatte gar kein Problem. Ich brauchte nur drei Lieder in der Tonart zu sagen. Ohne Probe ging es dann los. Und dann habe ich Summertime, ich glaube, ein Rock'n'Roll und noch eine Swing-Nummer habe ich gesungen. Und die Leute hatten so viel Freude daran, weil ich nun da was zum Besten gegeben habe. Und tja, also ich kann mich entsinnen, die Festhalle hat Kopf gestanden. Ja, die war auch immer voll, die Festhalle. Ja. Es hat Spaß gemacht, ne? Damals war es auch noch schön, ne? Ja, die es war, ist also ein Prachtstück früher. Ich bin sehr gerne in der Festhalle gewesen. Ja, schade um die Festhalle. Sie hatten natürlich in dieser Zeit auch einen Aufpasser, sage ich mal in Anführungsstriche, nämlich einen Stasi-Begleiter. Ja, ja, ja. Ich hatte zwar keine Ahnung, aber da war immer einer, der mich immer zum Tanzen auffordern wollte und ich hatte keine Lust mit dem zu tanzen, weil der war mir langweilig. Bis ich in meiner Akte gelesen habe, dass der mich beschattet hat und der sollte mich quasi erobern, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber der hat mich nur überhaupt nicht gereizt. Und da ist nicht draus geworden. Und da haben die auch später dann die Akte mal zugemacht. Ne? Ich sollte nämlich Agentin werden. Zu Ihrem Glück haben Sie den falschen Typ angesetzt. Tja, und gehen wir weiter in Ihrer Karriere. 1980 wurden dann die Hornets gegründet. Erzählen Sie uns darüber ein bisschen was. Ja, damals hatte ich die Popmusik eigentlich ein bisschen satt, das ganze Gospel. Und wir wollten was Verrücktes machen mit geschlitzten Kleidern und ein bisschen frech. Ne? Und da sind wir auf die Musik der 50er und 60er Jahre gekommen, die ganzen kitschigen Sachen. Und da gab es auch Rock'n'Roll und man konnte richtig spinnen auf der Bühne. Und da haben wir ein Jahr geprobt und richtig Repertoire gesammelt und wie die Bienchen zu vier Mädchen. Und sind dann, als wir das erste Mal auf der Bühne waren, das war im Freien, war das auf so einem riesen Hof. Und da hatten wir einen tollen Sound und wir haben so einen Spaß gehabt, dass wir richtig gekocht haben da auf der Bühne. Da sind die Leute mitgegangen, die haben geklatscht und die haben geschrien und da war das geboren. Und da war auch der Siegel da, ne? Und der hat dann, kam gleich in die Garderobe gefetzt und sagte, also ich nehme euch unter Vertrag und ich schicke euch zum Grand Prix und so. Und naja, das kam dann später auch. Ne? Wer ist denn auf die Idee gekommen, diese vier fleißigen Bienen Hornets zu nennen? Das war eigentlich meine Idee, weil die Amerikanerin, die Lucy, die sagte, es muss irgendwie ein Name sein, der an die damalige Zeit ein bisschen erinnert. Und da gab es auch die iCats und alles war auf Ets, Ets, Ets. Und dann da habe ich die Hornets, das sind ja eigentlich Hornissen, ne? Da habe ich gedacht, das kann man schon lassen bei uns.
Die stechen zu. Wilde Hummeln. Und Sie sagten schon, eine war aus Amerika, die andere Deutsch, oder? Eine, die Christina war Münchnerin, Lucy Amerika, ich Sachsen, Erzgebirge und die Linda war von Augsburg. Also eine gute Mischung. Ja. Ja, und da ging es dann also los. Sie hatten dann beim Grand Prix immerhin den zweiten Platz. Oh ja, Damals gab es ja noch kein TED. Da war eine Kommission da aus verschiedenen Schichten und die mussten dann abstimmen. Und da konnte nicht jeder anrufen, so wie heute. Ich glaube, dass man, wenn es so wie heute wäre, hätten wir wahrscheinlich gewonnen. So hat ein trauriges Lied gewonnen. Das war 1982. Natürlich wollen wir auch den Titel sagen. Manneke, genau. Das habe ich noch so im Ohr. Wer hat Ihnen denn die Musik geschrieben dazu? Die Musik ist von Ralf Siegel und Text Bernd Meinunger. Die gibt es heute immer noch, aber sind heute nicht mehr so erfolgreich wie früher. Und das war eigentlich der ganz große Durchbruch mit diesem Lied. Und da wurden sie also überall hin engagiert. Ja, da ging plötzlich was los. Also das war Wahnsinn. Plötzlich bist du auf dem Präsentierteller und die Presse hebt dich hoch. Und das ist schon schön, wenn man im Steigen ist. Das ist schöner, als am Absteigen nass zu sein. Wir sind ja öfters rauf und runter. Das geht im Leben immer so. Und deswegen habe ich auch keine Angst mehr jetzt, wenn man mal nicht so erfolgreich ist. Wir hatten wirklich in der Zeit viel Erfolg. Und es hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Waren auch verrückte Nudeln vorher, die vier Ronettes. Siehst dich um und setzt dein Lächeln auf, dann schubst man dich hinaus ins helle Licht. Dein schickes Kleid gehört dir nur für heut und Hollywood ist nur ein schöner Traum für dich. Manneke, 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 ist die schönste. In Deutschland gab es dann die Traumreise nach Amerika. Tja, das ging in die Karibik und dann bis Florida und dann runter bis Brasilien, bis Rio.
Und das waren Erinnerungen, da schwärme ich nun heute noch davon. Erstens mal haben wir auf dem Schiff schon gesungen und es waren auch Landurlaube und dann haben wir auch mal mit einer karibischen Band, also es waren lauter Schwarze, und die haben uns begleitet und da macht es natürlich Spaß, weil die richtig den Reggae drin haben, ne? Und es klang alles wie Reggae bei denen, diese Fröhlichkeit. Da haben wir die ganze Karibik durch, also von Haiti und Grenada und sogar die, wie heißt die eine Insel da gleich, wo jetzt viele Urlauber hinfahren, die Dominikanische Republik. Ja, ich kann sie gar nicht mehr alle aufzählen. Curaçao, und es ist wunderschön. Und dann ging es nach Florida und da habe ich im Flugzeug damals meine Tasche stehen gelassen und wollte die Rolltreppe zurück und das war alles so riesengroß, wenn man diesen Flughafen sieht, allein von Florida. Das ist unglaublich, ne? Und da ging es dann wieder aufs Schiff und da haben wir den ganzen Amazonas, sind wir runter bis Manaus, von Belém bis Manaus, haben im Urwald überall sind wir gewesen und dann bis Rio runter. Und dann von da aus sind wir wieder nach Hause geflogen. Also es war schon eine Riesenreise, ne? Ja, und die Tasche, die stand immer noch auf dem Flughafen. Sie hatten da zeitweise ganz schön die Kleidungssache. Ich habe auch sogar mal einen Kleidersack verloren. Der ist in Jamaika abhanden gekommen. Da läuft bestimmt heute jemand mit meinen Requisiten rum. Schade, es waren nur gerade die Schuhe und Handtaschen und die ganzen Paillettensachen, ne, was nur auch teuer ist. Aber nur ja, kann man nichts machen. Ich musste 2 Wochen in einem Kleid immer rumsausen. In einem goldenen Paillettenkleid bin ich dann 14 Tage rumgesaust. Ja, so eine Traumreise auf dem MS Astor. Ja, wir waren ja auf verschiedenen Schiffen. Auf der MS Europa, auf der Astor, dann die Maxim Gorki haben wir auch. Es gab verschiedene, auch italienische Schiffe. Also es waren ungefähr 15 Schiffsreisen, die wir gemacht haben. Tja, das ist eine ganz traumhafte Zeit auch. Und Sie waren immerhin 12 Jahre lang mit den Hornets zusammen. Ja. Kriegt man das nicht mal satt? Na, es gab schon einige verrückte Zeiten. Ne? Man streitet schon mal. Aber im Grunde haben wir uns eigentlich so auf der Bühne ergänzt. Also wir haben gerne zusammen gesungen, zusammen gearbeitet und das hat das andere wieder wettgemacht. Ne? Wir hatten Spaß, einfach oben auf der Bühne zu sein und Gas zu geben und da haben wir uns immer wieder vertragen. Das ist dann wie eine Ehe. Ja, und die Damen waren immer noch die gleichen oder hat es mal gewechselt? Wir hatten einen Wechsel und zwar wollte noch ein Baby haben, die Christina ging weg und die Lucy wollte wieder nach Amerika. Sie hat noch ihre Eltern dort gehabt und hatte plötzlich Heimweh irgendwie. Und dann haben wir 2 neue rein, eine Österreicherin und eine, die kam von Mauritius, ein sehr hübsches Mädchen, die Jackie. Und haben dann wieder geprobt und es lief wieder. Wir haben gleich wieder Fernsehen bekommen und Gott sei Dank waren die Hornets dann immerhin bis 1992 sind wir noch richtig aufgetreten, ne? Bis März 1992. Ja, gibt man dann nach so einer langen Bühnenzeit, gibt man immer sein Bestes? Ja, das muss man. Ich glaube, man kann gar nicht anders. Selbst wenn man erkältet ist und glaubt, man kann nicht singen, wenn man auf der Bühne ist, da kann man. Das ist wie ein Wunder immer, ne? Und wie sieht's aus mit Lampenfieber? Haben Sie immer noch welche? Ich habe immer Lampenfieber gehabt und wenn ich mal keins hatte, dann war irgendwas nicht in Ordnung. Ich habe immer Lampenfieber gehabt. Also ich kenne das gar nicht anders. Aber die Erregung ist auch schön. Die braucht man, das ist wichtig. Kurz vor dem Auftritt oder ja, wie macht sich das bei Ihnen bemerkbar? Ja, da kriegt man so einen Adrenalinstoß und sagt, so ein bisschen Atemnot. Aber sobald man am Mikrofon ist, ist, als wenn man die Fahrprüfung macht, da hat man auch Adrenalin irgendwie. Jetzt musst du durch. Und so ist es auch, wenn man Künstler ist. Ne? Wie sieht das aus mit Texten? Sie hatten ja schon gesagt, dass Sie eine ausgesprochene Begabung für Texte hatten, aber hatten Sie auch irgendwann mal einen richtigen Hänger? Oh, ich hatte einen Blackout. Das war gerade bei unserem Porträt im Deutschen Theater, Hornets. Da habe ich den ersten Abend When a Man Loves a Woman gesungen. Und war ein neuer Text. Ich habe plötzlich einen Blackout und alles war weg. Da habe ich eine ganze Strophe gestrickt.
Wir sagen stricken, wenn man selber den Text zusammenfummelt. Das heißt stricken. Plötzlich ganz neue Komponenten sind. Aber es fiel den Leuten nicht mal auf. Das ist die Kunst. Was gab es denn sonst noch an Missgeschicken auf der Bühne? Na, es gab einige. Einmal bin ich im Absatz in Lindas Tüllrock hängen geblieben und hat so einen Schlitz rein. Und wir haben gewartet auf unseren Auftritt. Ne? Und da hat jemand Gott sei Dank eine Sicherheitsnadel. Und da hat sie sich dann den Rock so hoch, so seitlich so hoch gemacht und hier eine Sicherheitsnadel. So sieht man dann raus. Was will man machen? Ne? Und Sie sind auch mal richtig auf die Bühne runtergestolpert. Oh ja, einmal bin ich übers Kabel gefallen und richtig auf die Bühne hingefallen. Ne? Einen richtigen Klatscher. Also das war peinlich, das war peinlich. Wie reagiert denn das Publikum? Mit Applaus oder mit Ich habe gelacht und dann habe ich gesagt, das ist mir furchtbar peinlich, aber ich muss trotzdem lachen. Dann haben die mitgelacht. Ja. Es ist menschlich, weil die größten Stars sind irgendwann mal gefallen. Ne? Das klingt gut. Ja, 1992 war es dann aus mit den Hornets und sie bekamen eine riesen Sehnsucht nach dem Erzgebirge wieder. Tja, es war ja eigentlich, weil meine Mutter starb 1991. Und da war ich schon oft hier, weil ich sie auch noch ein bisschen gepflegt habe. Sie hatte Gehirnschlag damals. Und da gingen die Hornets schon so ein bisschen dem Ende zu. Ich merkte, dass das, da geht irgendwie die Luft raus. Und ich habe auch nicht die Lust gehabt, älter zu werden und in der Großstadt in München zu bleiben. Und je öfter ich hier war, habe ich immer gedacht, ich könnte es mir vorstellen, wieder hier zu leben. Warum denn nicht? Ich brauche nicht immer die Großstadt und das Laute und Tatütata und... Und dann habe ich, die Hornets gingen dann dem Ende zu und ich hatte auch keine Lust mehr in München zu leben. Das ist, auf einmal war das gegessen. Und Annaberg war hier, ein Haus nach dem anderen wurde schöner und ich habe unsere Nachbarn kennengelernt und habe gemerkt, wie nett die Menschen sind. Und habe ich einfach den Entschluss gefasst, habe ich erstmal einen Laden hier gehabt, ne? Einen kleinen Modeladen. Na gut, auf der Sommerleit ist nicht gerade die beste Geschäftslage, das musste ich dann wieder aufgeben, aber 2 Jahre hielt es stand. Und in der Zeit habe ich dann angefangen, so meine Gedanken zu ordnen und da kamen die Erinnerungen und da habe ich plötzlich Texte geschrieben, ne? Einen nach dem anderen, so in meiner Freizeit. Und daraus ist inzwischen eine ganze Mappe erzgebirgischer Lieder geworden und Sie haben... Nachdem Sie 1994 schon erstmals eine Weihnachts-CD mit Joachim Süß herausgebracht haben, jetzt auch wieder eine neue CD mit Joachim Süß herausgebracht, ja, genau. Richtige erzgebirgische eigene Lieder, genau. Die Sie selber erlebt und nachempfunden haben. Mhm. Die ganzen Lieder sind alles Geschichten, die ich erlebt habe. Also ich habe auch über Menschen geschrieben, die irgendwie originell sind oder wo man ein bisschen schmunzeln muss. Und das hat mir so viel Stoff gegeben, dass ich 60 Lieder bis jetzt geschrieben habe. Das ist einfach so, Sie setzen sich hin und da fallen Ihnen die Texte ein. Na, es sind manchmal so, klack, da habe ich was im Kopf und dann muss ich mich sofort hinsetzen, dass ich das nicht wieder vergesse. Ich vergesse das auch gleich wieder, wenn ich es nicht gleich aufschreibe. Und dann kommt auch schon irgendwie ein bisschen eine Art Melodie und die behalte ich aber nochmal im Hinterstübchen. Und wenn ich an den Text rangehe, der ist manchmal in einer halben Stunde fertig. Also das ist gar kein Problem für mich. Das fließt aus dem Kopf. Und wie viel sind es inzwischen schon? Ja, über 60 habe ich bis jetzt. Ich wundere mich selber, aber es macht mir einfach Spaß, über Dinge zu schreiben. Auch viel über meine Kindheit, was ich so erlebt habe. Auch was meine Mutter früher so gesagt hat, die hatte immer so ein paar Schimpfworte drauf. Die sagte immer, Hund versehst du, wenn sie Wut hatte. Das habe ich nie vergessen. Ja, haben Sie da schon ein Lieblingslied dabei? Von meinen ganzen erzgebirgischen Liedern? Ja, das ist, das war natürlich der große Grund, über unsere Straße hier zu schreiben, wo ich aufgewachsen bin. Und die ganzen Leute, die jetzt schon erwachsene Leute sind wie ich, haben ja hier ganz schön unser Unwesen getrieben. Und
darüber habe ich halt die Sommerleide geschrieben, auf der großen Sommerleide. Ne? Haben wir schon eine Kostprobe von diesen Liedern gehört. Ganz besonders gut hat mir dann das Feierabendlied gefallen, was Sie dann auf Ihre ganz eigene persönliche Art gesungen haben. Ja, das habe ich einfach so rausgesungen, wie ich es empfunden habe. Einfach mit voller Stimme. Also nicht in irgendeiner Kopfstimme mit, sondern richtig voll raus. Und ich glaube, das so liegt es mir am besten. Ne? Das Gefühl hatte ich auch. Noch einmal auf Ihre Texte zurückzukommen. Da gibt's eine im Erzgebirg die Rahomat. Jeder Erzgebirger weiß, was eine Rahomat ist. Ja, ja. Und Sie haben da ein ganz nettes Lied darüber geschrieben. Nein, das hat einen besonderen Grund. Mich hat jemand gefragt, der ist ein Franke gewesen. Er sagt, sag mal, ist die Rahomat die Fra vom Rahomann? Und da habe ich gesagt, nee, die essen wir. Ja, und darüber habe ich auch ein Lied geschrieben. Ich sing's mal vor. Neidisch frucht mich Anna, das ist mich, verlochten Kleid zerriss. Ob der rare Motte Fra von unnen rare Mannel is. Theoretisch hat schon Stimme, aber praktisch geht's net zum. Weil mir Grude heize Mitsch ne rare Motte gegessen ham. Diddeldi, das reicht schon. Wunderschön. Ja, geht da weiter. Ich glaube, wir haben einen kleinen Einblick in Ihr großes Schaffen erhalten. Und ich denke, abschließend halte ich es mit dem Hammerhans, dem Ehrenbürger der Stadt Annaberg, der eigentlich sich ein bisschen beschwert hat, dass die Erzgebirger ihr eigenes Liedgut so vernachlässigen, dass sie bayerisch singen und ja, Hochdeutsch und Schlager und halt alles andere, nur nicht erzgebirgisch. Sie gehören jetzt zu denen. Das ist ja vollkommen meine Meinung. Ja,
Ich finde es ganz toll, dass Sie sich endlich mal aufgerafft haben und auch in Erzgebirgisch einige Lieder oder schon eine ganze Menge Lieder geschrieben haben. Und wir wollen hoffen, dass da einige Ohrwürmer dabei sind. Wir wünschen Ihnen ganz viel weitere Schaffenskraft, dass Ihnen noch ganz viele erzgebirgische Lieder einfallen. Das und die Sie dann natürlich auch selber singen. Und weiterhin alles, alles Gute für Sie. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Und weil mir das auch selber so gut gefällt. Und darum singe ich jetzt für euch das Feierabend. Es ist Weihnachten.